Hey, in diesem Video zeige ich in Live-Geschwindigkeit, wie ich ein koreanisches Lettering mit Blumenkranz gemacht habe. Es ist genau dieses Lettering, das man hier sieht. Und ja, ich nehme euch mit. Als erstes habe ich ganz normal die Kalligrafie erstellt. Ich kann schon koreanisch schreiben, zwar nicht wunderschön, aber ich übe mich drin. Und da ich halt gerade anfange, wieder Koreanisch zu lernen, die Geschichte erzähle ich nachher noch, habe ich mir gedacht, ich vertiefe doch mal meine Kalligrafie-Affinität noch ein bisschen und übe mal was anderes, nämlich nicht das deutsche oder englische Lettering, sondern Koreanisch mit dem Pinsel zu schreiben, so wie es ja eigentlich gedacht war, denke ich zumindest. Es ist ja eine sehr geradlinige Schrift, die sich sehr gut dazu eignet, mit dem Pinsel oder mit einem Federkiel geschrieben zu werden, deswegen wollte ich mal meine ersten Versuche damit machen. Denn es fühlt sich ja doch ganz anders an, wenn man es mit einem Pinsel macht, als wenn man es jetzt mit einem Kuli schreibt zum Beispiel. Ich habe für die Kalligrafie eine Ecoline-Farbe genommen. Ich verlinke sie nochmal unter dem Video. Dann seht ihr auch ganz genau, welche Farbe das ist. Und habe dazu einen ultra kleinen Pinsel genommen, weil ich mir nur das Format von einer Postkarte gegeben habe, also DIN A6. Und damit das Lettering dann, also die Kalligrafie dann nicht allzu groß wird, habe ich eben einen sehr kleinen Pinsel genommen. Es ist ein 03er Pinsel von Da Vinci. Das heißt, der Pinsel ist noch kleiner als ein normaler 0er Pinsel, also wirklich sehr winzig. Wenn man Schrift damit erstellt, wirkt der Pinsel im Endeffekt immer ein bisschen größer, als wenn man damit malt, da man nicht nur mit der Pinselspitze arbeitet, sondern mit dem vollen Umfang des Pinsels und der ist dann für so ein kleines Format dann doch schon ausreichend groß genug. Wie ich den Kreis gemacht habe, also den Bleistiftkreis rund um das Lettering, um auch zu sehen, wo das Lettering hingehört, habe ich einfach den Objektivdeckel von meiner Kamera genommen und mit dem Bleistift einfach drumherum gezeichnet. Also da könnt ihr einfach alles nehmen, was ihr gerade findet und die richtige Größe habt, die ihr wollt. Es gibt natürlich auch Kreisschablonen, die habe ich auch rumfliegen, aber nicht in der Größe, sondern meine sind leider dafür zu klein gewesen. Und da man die Linie sowieso hinterher wegradiert, so gut es geht, ist es auch nicht schlimm, wenn dann ein paar kleine Ecken und Kanten drin sind. Hauptsache, ihr drückt eben einfach nicht zu doll auf. Ich habe jetzt hier relativ doll aufgedrückt, damit man die Linie auch im Video noch gut sehen kann. Ja, anschließend habe ich mit meinem Sennelier und Schminke, Horadam, Aquarellfarben einen Blumenkranz gezeichnet und habe mich dabei auf sehr wenige Farben beschränkt. Ich habe zuerst immer die Blüten gezeichnet und anschließend dann einfach, boah, so viele M's heute. Anschließend habe ich dann die Blätter und ein paar Dekorationen drumherum gezeichnet. Und Inspiration dafür war ein Geschenk von meiner Cousine, die anlässlich der Beerdigung meiner Mutter nach Deutschland gekommen ist. Also sie ist angeheiratet, verwandt mit meiner Mutter gewesen. Und ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Seit dem Tod meiner Mutter im Februar hatten wir so ein bisschen Kontakt über Facebook und ich habe natürlich die Familie dann eingeladen, dass sie doch zur Beerdigung kommen können. Und ja, da die Kommunikation auf Englisch so ein bisschen holprig ist und meine Wurzeln ja doch irgendwie in Korea liegen, habe ich mir gedacht, ich lerne dann doch wieder Koreanisch. Das letzte Mal, dass ich Koreanisch gelernt habe, da war ich, glaube ich, noch in der Grundschule, vielleicht Oberstufe, nee. Ja, vielleicht so 7. Klasse maximal. Und dann habe ich damit wieder aufgehört, weil es einfach für mich nicht gepasst hat. Also es hat nicht funktioniert. Ich hatte keine Anwendungsgebiete im Alltag und meine Mutter wollte irgendwie nicht mit mir Koreanisch reden oder nicht großartig üben. Und ich habe mich auch ein bisschen dumm dran gestellt, weil ich mit Vokabeln lernen halt so meine Schwierigkeiten habe. Und dann hat man ja noch Englisch und Französisch gelernt und es war dann einfach zu viel. Und im Moment muss ich halt keine weiteren Sprachen lernen, deswegen möchte ich mich jetzt wieder in meinem eigenen Tempo darauf konzentrieren, Koreanisch zu lernen. Ja, aber wie ich eigentlich drauf gekommen bin, jetzt dieses Blumenkranz-Lettering zu erstellen. Meine Cousine hat mir einen modernen Hanbok geschenkt. Also ein Hanbok ist die traditionelle Tracht in Korea. Und ich finde die super schön und vor allem die moderne Adaption davon finde ich echt wundervoll.
Und ja, sie hat mir einen schönen, wirklich hochwertigen, modernen Hanbok geschenkt. Und da war so ein kleines Etikett dran, so ein kleiner runder Blumenkranz mit dem kalligrafierten Logo des Shops, wo sie das her hat. Und ja, das war so ein kleiner Blumenkranz aus Aquarell und da dachte ich mir so, wow, wie kann man nur so dämlich sein, nicht selbst auf die Idee zu kommen? Ich meine, ich mal fast ununterbrochen Blumen und Blumenkränze und ich habe jahrelang fast nur Buchstaben gemalt und kalligrafiert und gelettert und habe ja auch meinen Kalligrafiekurs und meinen Lettering-Kurs. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, sozusagen meine Muttersprache, also von mütterlicherseits, zu kalligrafieren und es in Verbindung mit einem Blumenkranz zu machen. Weil Blumenkranz und Schrift habe ich ja schon so viel gemacht, aber auf Koreanisch halt noch nicht. Und es war einfach dieses kleine Etikett nötig, damit ich mal auf die Idee gekommen bin, das doch auch mal auf Koreanisch zu machen. Und ja, dann da habe ich mir gedacht, welche Wörter eignen sich denn gut, so als Postkarte. Ich denke irgendwie immer an Postkarten. Und da dachte ich mir so, ja, so ganz normale Wörter wie Hallo, also als Grußkarte, oder Dankeschön oder Entschuldigung eignen sich doch eigentlich perfekt für so Grußkarten. Wenn ich die jetzt so für mich habe, ist das doch eigentlich ganz nett. Ja, und so kam es, dass ich hier meiner koreanischen Kalligrafie ja, angefangen habe, erstmal Hallo zu schreiben. Also Annyeonghaseyo heißt in höflicher Form Hallo oder Guten Tag auf Koreanisch. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass ich jetzt diese Karte hier mit euch teile und ihr habt ja jetzt gesehen, wie einfach ich die Blumen und die Blüten und kleinen Arrangements gemacht habe. Es ist wirklich ganz easy nachzubilden und man muss da auch keine großartig tollen, teuren Aquarellfarben nehmen. Man kann es auch mit einem ganz normalen Tuschkasten üben. Aber trotzdem verlinke ich unter dem Video natürlich, so wie immer, die Materialien, die ich benutzt habe. Auch das Papier, das ich benutzt habe. Das ist ein Block, den ich unendlich liebe. Der war zwar teuer, aber er hat 100 Blatt von 200 Gramm, glaube ich, 200 Gramm Papier von Canson oder Canson, wie auch immer. Also ich verlinke ihn, glaube ich. Ja, ich verlinke ihn auch unter dem Video, damit ihr ihn mal findet. Es ist wirklich mein Lieblingsblock im Moment, wenn ich jetzt kein richtiges Bild mache, sondern so kleine Projekte, weil er einfach 100 Blätter hat. Das heißt, wenn man jetzt mal eins wirklich versaut, dann tut es nicht ganz so weh. Und ich mache auf dem Block auch immer sehr gerne meine Klappkarten, weil man den schön falzen kann und dann kann man die Karte umklappen. Ja, das war's eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde versuchen, demnächst mal wieder öfter in meinen Videos zu sprechen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Schön, dass ihr da wart. Ciao.